Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge haben wir ja gesagt, dass wir uns mit Captain Basrush treffen. Und zwar ist das irgendwo hier unten. Da schauen wir mal, wo er sich gerade befindet. Ich glaube... Entschuldigt, Fürstin Arabelle, ich konnte im letzten Hafen keinen der Bänder auf eurer Liste finden. Heute ist keine Zeit für Bücher, meine Teure. Meine Freundin bräuchte einen Gefallen. Seid nett. Okay, wo sie sich befindet? Wohlsein wünsche ich euch, Reisende. Ich bin der Kapitän der gefesselten Goa. Nun, sagt mir, in was für ein großes Abenteuer hat euch Fürstin Arabelle hineingezogen und was habe ich damit zu tun, ha? Redet schnell, Festländerin. Ich steche bei Flut gen Amenos in See. Fürstin Arabelle möchte, dass wir mit euch reisen. Wir müssen nach Amenos, ohne bemerkt zu werden. Oh, und ich schätze, sie bietet den üblichen Beutel Gold und einen Abend in ihrer Gesellschaft in ihrem Herrenhaus. Sie weiß, wie man das Herz dieser Seefahrerin gewinnt. Dann bringt ihr uns nach Amenos? Falls das euer Zielhafen ist, wer bin ich dann schon, um das in Frage zu stellen? Seid euch nur der Gefahren bewusst, wenn ihr an Bord meines Schiffes geht. Wenn man euch im Gefangenenlager abfertigt, werdet ihr Amenos nicht lebend verlassen. Wenn ihr in den Dschungel geht, hütet euch vor den Bestien und den Banden von Verbannten. Banden von Verbannten? Die Banden von Gefangenen, die sich zusammentun, um im Dschungel zu überleben. Sie sind alle schlimm, doch die Grünschlangen sind am schlimmsten. Hier, für euch und den hübschen Knaben. Verkleidungen. Legt das an und versucht, angemessen verzweifelt auszusehen, wenn ihr an Bord meines Schiffs kommt. Knaben. Weshalb brauchen wir Verkleidungen? Ihr braucht Verkleidungen, wenn ihr an Bord eines Gefangenenschiffs reisen wollt. Und wenn ihr nicht auffallen wollt, sobald wir Amenos erreichen. Also Verkleidungen. Ich garantiere euch, ihr werdet genau wie die armen Bastarde aussehen, die auf dem Weg zur Gefängnisinsel sind. Woher kennt ihr Fürstin Arabelle? Ihr kennt die Fürstin. Sie sammelt Streuner auf, wohin sie auch geht. Das hilft ihr bei ihrer Arbeit und sie hat gern Gesellschaft. Als wir uns das erste Mal trafen, hätte sie mich wegen Schmuggelei festnehmen sollen. Stattdessen machte sie eine Agentin aus mir und wir sprengten einen sehr viel größeren Ring. Klingt gefährlich. Wie hat sie euch dazu überreden können? Oh, die Fürstin hat so ihre Mittel und Wege. Und ich konnte zu einem Beutel voll Gold und einem hübschen Gesicht noch nie Nein sagen. Sagt mal, euer Gesicht ist auch hübsch. Wenn ihr überlebt und von Amenos entkommt, könnt ihr euch gern bei mir melden. Hört euch an den Anlegern um. Jeder kennt die alte Basrush. Okay, keiner redet mit mir. Gefesselt, Jaguar, ist gleich den Pier runter. Bewegung, Dreckspack! Ihr bringt sie dorthin, alte Seebären. Und ich hole sie raus. Ich erledige meinen Teil, Arabelle. Und denkt daran, ich mag Granatapfelwein zu meinem Salzlamm. Salzlamm, okay. Wieso darf er eine Rüstung anziehen und ich muss hier aussehen wie eine total kaputte Gefangene? Ich kann aber schon mal ein bisschen vorlaufen, oder? Hallöchen, guten Tag. Schafft euch an Bord, Elende! Jawohl, Sir. Noch zwei Nachzügler. Diese Gefangenen sind nicht auf meiner Liste. Dann fügt sie hinzu, ich erkläre es euch später. Ja, Kapitän. Schafft euch an Bord, Abschaum! Reingefangene! Bewegung! Gefangenenverkleidung benutzen? Wieso muss ich die jetzt nochmal benutzen? Kann mir das mal einer sagen? Ist das... Hä, das ist doch hier die eine mit dem Affen. Zählte die als Vorbild oder was? Zumindest sah die genauso aus. Jetzt muss ich aufpassen. Also die Roten erkennen mich, aber ansonsten... Können wir hier so durch. Da ist nochmal einer in Rot. Psst, hier drüben. Ja. Komm lieber nochmal so wieder, bevor der mich entdeckt. Jetzt kommt er von da. Willst du mich denn verarschen?
Wieso hast du jetzt die bessere Verkleidung? Gefällt euch meine neue Kluft? Gibt es einen besseren Weg, den Amenos-Posten zu untersuchen, als in Wärterverkleidung? Ich werde sehen, was ich hier im Gefangenenlager und der Siedlung über unsere vermissten Königlichen herausfinden kann. Ihr geht in den Dschungel. Nach allem, was ich bisher erfahren habe, müsst ihr euch beeilen. Was habt ihr erfahren, Jarkan? Bevor ich mich zwei von meinen drei Lieblingstätigkeiten zuwandte, dem Lauschen und dem Diebstahl, hörte ich, wie die Wärter über ein Kopfgold sprachen, das die Grünschlangen, eine Gefangenenbande, ausgesetzt haben. Sie bieten eine Belohnung für drei Adlige, die im Dschungel angespült wurden. Ihr meint, das hat etwas mit den drei Allianzführern zu tun? Was könnte es sonst sein? Kennt ihr noch andere Adlige, die in dieser Gegend auf See vermisst werden? Also geht nach Norden und durch das große Tor. Das ist euer Weg in den Dschungel. In der Zwischenzeit finde ich heraus, ob Haus Mornar in diese Sache verstrickt ist. Wenn ich die Allianzführer gefunden habe, wie kommen wir dann von dieser Insel? Findet erst die Anführer. Wenn ihr das nicht könnt, findet die Schlangen. Eine von ihnen muss etwas wissen. Ich habe gehört, sie haben ein Lager nordöstlich des Dschungeltors. Und nehmt dieses Signalfeuer. Die drei Kapitäne umkreisen die Insel und warten auf euer Zeichen. Habt ihr noch andere Ratschläge, bevor ich gehe? Versucht euch nicht von irgendwas in dem gruseligen Dschungel ermorden zu lassen. Geht einfach nach Norden, durch das Tor und dann weiter nach Norden. Ich habe gehört, es gibt dort draußen auch ein Grünschlangenlager. Hey, ihr schafft das. Das heißt, wahrscheinlich schafft ihr das. Wenn jemand das schafft, dann ihr. Habt ihr noch nützliche Ratschläge? Oh, das tut weh. Und dabei dachte ich, wir wären Freunde. Doch lass mich nachdenken. Oh, es gibt eine Münzfeste auf der anderen Seite der Insel. Haltet euch von da fern, außer euch gehen die Möglichkeiten aus. Sie wird von den Schlangen kontrolliert und das sind kaltblütige Mörder. Meint ihr, die Grünschlangen haben eine Verbindung zum Orden der Emporstrebenden? Ich habe keine Spuren des Ordens hier auf Amenos gefunden. Und doch, es muss eine Verbindung geben, oder? Wie sonst sollten die Schlangen von den Allianzanführern wissen, wenn ihnen der Orden der Emporstrebenden keinen Tipp gegeben hat? Ich gehe in den Dschungel und sehe mich um. Und ich werde hier suchen. Oh, falls ihr euch das gefragt haben solltet, ich hüpfe an Bord eines Schiffs nach Hochinsel, sobald ich fertig bin. Das ist hier im Amenos-Posten ein leichtes, solange man nicht aussieht wie ein Gefangener. Nein, das habe ich nicht gefragt. Also, das habe ich gefragt, aber nicht mich gefragt, sondern ihn vorhin. Viel Glück, Jarkan. Sucht nach einem Stand und zündet das Signalfeuer, sobald ihr die Königlichen habt. Mhm. Meint ihr, die Schlangen sagten die Wahrheit? Wir sind frei, wenn wir die vermissten Adligen finden? Ihr kennt ja die Khajiit-Redewendung. Es kümmert mich nicht, was ihr sagt. Ich gehe in den Dschungel. Seid nicht dumm, Rasa. Ihr seid hier im Gefangenenlager sicher. Ich bin eine gute Jägerin. Freiheit oder Tod. Ja, da geht sie hin. Sieh mal an. Frischfleisch. Worüber habt ihr und diese Khajiit gesprochen? Ihr habt große Ohren, Frischfleisch. Wenn ihr es denn wissen müsst. Im Gefangenenlager sagt man, die Grünschlangen würden einen Weg von diesem Felsen bieten. Irgendwas von wegen Freunden auf wichtigen Posten. Man muss nur ein Trio von Adligen finden, die angeblich durch den Dschungel wandern. Ihr klingt, als würdet ihr das nicht glauben. Was hat euch das verraten? Der Umstand, dass niemand diesen Felsen verlässt? Oder dass die Schlangen angeblich Freunde in wichtigen Posten haben sollen? Oder vielleicht der lächerliche Gedanke, dass sich Adlige im Dschungel verlaufen haben? Ich sage euch, was ich Rasa gesagt habe. Es ist verrückt, in den Dschungel zu gehen. Nun gut, dann gehe ich mal rein. So, Wächterin. Ich finde es ja auch irgendwie seltsam, dass man den Gefangenen offenbar ihre Waffen lässt. Ich habe gehört, ihr hättet die Konfrontation beim Kastell Al-Kair bereinigt. Ach da. Ich bin froh, dass kein Blut vergossen wurde.
Wieso hat er mich trotz meiner wunderbaren Verkleidung erkannt? Das ist nicht möglich. Seid ihr eine politische Gefangene? Eine Kriegsverbrecherin? Oh, ich weiß. Ihr seid die Cousine eines Herzogs, die hierher geschickt wurde, um zu verfaulen. Warum spreche ich mit euch? Ja, das frage ich mich auch. Ich meine, das ist ja offenbar ein Mann, oder? Wieso nennt er sie ihn Kriegsverbrecherin? Hinter diesem Tor liegt der Dschungel von Amenos. Euer Zuhause für den Rest eures elenden Lebens. Bitte, ich bin unschuldig, ich schwöre es. Schickt mich nicht in den Dschungel. Dafür ist es zu spät. Ihr wurdet schon abgefertigt. Wenn wir euch nicht in den Dschungel verbannen, sterbt ihr. Richtig. Oh. Der sichere Tod hier. Zumindest eine kleine Überlebenschance im Dschungel. Das ist das Schicksal der Verdammten. Darf ich jetzt endlich hier durch? Dankeschön. Es sieht nicht so aus, als würde ich hier sonderlich voran. Ja, dich kennen wir doch. Müssen wir mit dir reden? Bleib zurück! Diese sieht sich nur das Tor an und bedauert getroffene Entscheidungen, die zu diesem Schicksal geführt haben. Warum schlüpft ihr nicht einfach mit durchs Tor? Mit uns durchs Tor? Das kann diese einfach nicht tun. Diese wurde schon abgefertigt. Sie kann nur noch in diesem mistigen Dschungel leben. Ihr seid Gefangene und wisst das nicht? Sobald man in den Dschungel verbannt wurde, ist man tot, 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 wenn man ihn wieder verlässt. Seid ihr sicher? Vielleicht ist das nur eine Lüge, die die Wärter den Gefangenen erzählen. Nein, keine Lüge. Diese hat es mit eigenen Augen gesehen. Der arme Humdu hat es versucht, ist nach ein paar Schritten durchs Tor zu Staub zerfallen. Der Dschungel ist schlimm, aber zu Staub zerfallen, diese hält das für deutlich schlimmer. Naja, ich meine, wenn man zu Staub zerfällt, dann kriegt man ja wahrscheinlich nicht allzu viel davon mit. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ach, noch ein ganzes Stück weiter. Nein, wieso habe ich meine... Nein, ich habe meine Tarnung nicht mehr an. Das ist nicht gut. Ich wollte weiterhin eine räudige Gefangene bleiben. Also nach außen hin zumindest. Ich denke mal, hinter dem Wasser müsste das gleich kommen. Holla die Waldfee. Findet das Lager. Ja, und wenn wir dann im Lager sind, was machen wir dann? Untersucht das Grünschlangenlager. Ah, hier. Ihr habt erneut versagt, Lascho. Es ist nicht meine Schuld. Boss, wir sind uns ziemlich sicher, dass die Adligen es an Land geschafft haben und im Dschungel herumirren. Aber verflucht nochmal, wir finden sie einfach nicht. Ich schicke immer neue Klingen runter zum Wasser und ständig verlieren wir sie. Jemand oder etwas schnappt sie sich im Dschungel. Ein alter Seehund hat es an die Nordküste geschafft und ich schwöre, Boss, das hat er mir erzählt. Irgendein riesiges Katzenmonster zerfetzt unsere Leute in der Gischt. Er hat sich schleunigst verzogen. Ich gehe landeinwärts, um neue Leute zu rekrutieren und zu bewaffnen. Dann suchen wir weiter an der Nordostküste. Ich wollte nur, dass ihr Bescheid wisst. Laschum. Okay. Die Geschichte der Systren könnt ihr euch natürlich gerne durchlesen. So, da hinten ist noch was. Grünschlangenkopfgeld. Eine Belohnung für jeden, der mir die drei Adligen bringt, die sich im Dschungel verirrt haben. Lebendig. Der Orden der Emporstrebenden verspricht Begnadigung und einen Weg von dieser erbärmlichen Insel, auch für Verbannte. Und denkt nicht im Traum daran, direkt an den Orden heranzutreten. Sie reden nur mit mir. Wenn ihr diese Adligen entkommen lasst, seid ihr nirgendwo in diesem Dschungel sicher vor den Zähnen meiner Tiere. Findet die verirrten Adligen und verdient euch eure Freiheit. Dash G. Wir haben ein Schiffchen im Wasser gezeichnet und irgendwo einen Ort hier. Wir
erreicht das Nordufer. Moment. Achso, hier oben. Och ja, lauf bloß nicht weiter. Nein, braucht der nicht, Funke. Wir laufen doch zum Nordufer. Ich weiß zwar noch nicht so genau. Wenn ihr nur zuhören würdet. Ach so, oder ist das... Ja, was, bei wem soll ich denn zuhören? Hier hat doch gar keiner gesprochen. Ich glaube aber, das ist dieser Ort, der auf der Karte eingezeichnet ist. Und da, wo der Wegschrein oben ist, nehme ich an, das ist der Ort, der hier so als, ja, kleine Brücke, sage ich jetzt mal, eingezeichnet ist. So, schau mal eben. Ja, dann soll das wahrscheinlich hier diese... Ja, ja. Gut, dann können wir das nämlich aus dem Blickfeld schon mal rausmachen. Und hier ist der... Nee, hier ist der Weg. Hallöchen. Ah, hier. Kaska. Noch ein Kampf nun, wenn ihr darauf besteht? Nein, nicht noch einen. Captain Sajis Logbuch. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Geht um die perfekte Sprung und keine Ahnung, was er da alles jetzt reingeschrieben hat. Kaska, wie geht's dir? Wanderin? Seid ihr das? Was macht ihr denn hier? Seid ihr eine Gefangene? Oh, wie dem auch sei. Wenn ich euch sehe, fühle ich mich gleich 100-mal besser. Es ist schön, euch wiederzusehen, Kaska. Saji hat sich große Sorgen um euch gemacht. Saji ist am Leben. Das ist gut zu wissen. Jetzt kann ich ihn dafür umbringen, dass er unser Schiff hat verunglücken lassen, wenn ich ihn sehe. Als der Sturm uns traf, konnte ich mich nur noch an einem Wrackteil festklammern und erreichte so den Strand. Wir sind auf Amenos, oder? Ja, das hier ist die Gefängnisinsel. Ich bin gekommen, um euch und die drei Allianzanführer zu finden. Die Allianzanführer, genau. Ich will mich ständig auf die Suche nach Königin Iron machen. Doch jedes Mal, wenn ich damit anfange, stürmen mehr von diesen Gefängnistötern aus dem Dschungel und greifen mich an. Wie jede Seefahrerin weiß ich einen guten Kampf zu schätzen. Aber ich bin erschöpft. Wenn ihr dazu in der Lage seid, könnten wir gemeinsam nach der Königin und den anderen suchen. Sicher. Zwei Nasen sind besser als eine. Wenn wir die Witterung von Königin Iron aufnehmen können, kann ich sie aufspüren. Das ist sozusagen meine Spezialität. Die Nase weiß Bescheid, wie die Kätzchen sagen. Bleibt in meiner Nähe und folgt mir. Ich bin direkt hinter euch, Kaska. Sehen wir uns um. Wenn ich einen vertrauten Geruch finde, kann ich ihm folgen. Wie wurdet ihr und Saji ausgewählt, um Königin Iron zur Friedenskonferenz zu transportieren? Friedenskonferenz? Ging es darum bei dieser Sache? Saji erhielt Befehle von der Krone. Wahrscheinlich wegen unseres Rufs als Drachentöter und Schmuggler. Das können wir auch ziemlich gut. Was ist mit dem Rest eurer... Ich kann nicht mehr reden. Was ist mit dem Rest eurer Mannschaft? Chisbari, Sidura und der Rest sind in Senchal geblieben. Wegen der Geheimhaltung gab man uns königliche Agenten als Mannschaft für die Sprung. Ich bin mir nicht sicher, ob es noch andere Überlebende zu finden gibt. Ansonsten habe ich niemanden am Ufer gesehen. So, Kaska. Ich soll dir folgen. Die Geschichte der Systrin, Band 2. Könnt ihr euch auch gerne durchlesen? Machen wir jetzt natürlich hier wieder nicht, weil es zu lange dauert. Lasst mich kurz riechen. Ah. Jemand hat hier vor kurzem Unterschlupf gefunden. Der Geruch ist frisch. Vertraut. Hier entlang. Wenn sie ein Lagerfeuer gemacht haben, das ist schon mal gut. Was haben wir denn hier?
Die Überreste eines Feuers. Hier sind Spuren. Hier entlang. Hä? Ach so. Ich hab das Viech genommen, was hier rumflog. Einen Augenblick. Hier gab es einen Kampf. Was liegt dort auf dem Boden? Überall am Medaillon haftet der Geruch der Königin. Da, ich habe ihre Witterung. Folgt mir. Dann los. Sie ist aber langsam. Ich darf noch nicht mal sprinten. Ah! Die Königin ist in Gefahr. Ich merk's. Dieser Dschungel ist gefährlich, Kaskar. Ihr und eure Freundin solltet hier nicht herumschreien. Königin Iron. Möge Auriel meine Krone segnen. Es tut gut, euch zu sehen, meine Freundin. Sagt mir nicht, dass ihr auch auf diesem vom Reich des Vergessens verfluchten Felsen angespült wurdet. Ich muss mich entschuldigen, alte Freundin. Ich rieche derzeit vermutlich wie ein drei Tage toter Gohar. Fürstin Arabelle schickte mich, um euch und die anderen Allianzführer zu finden. Ah, Fürstin Arabelle. Ich wusste, sie würde uns nicht in diesem verdammten Dschungel verrotten lassen. Doch sie hat nur euch geschickt? Keine Armee oder einen Trupp edler Ritter? Sei's Hallo? Drum. Mir ist die Gesellschaft recht. Diesen Grünschlangenbastarden ihre Grenzen aufzuzeigen ist amüsant, aber langsam finde ich es mühsam. Ich kann ein Rettungsschiff ein Signal geben, sobald wir Großkönig Emmerich und Prinz Irnsgar finden. Ach ja, Emmerich. Wir schlugen uns eine Weile gemeinsam durch, doch dann kam es zu einem Streit und er stürmte aufgebracht davon. Ich glaube, ich weiß, wo wir ihn finden können, sobald wir ein paar Vorbereitungen für unsere Rettung getroffen haben. Ihr könnt dem Schiff ein Signal geben, aber ich kann den Sturm besänftigen, der diese Küste so fest umklammert hält. Wie könnt ihr das machen? Habt ihr nie von meinen Zeiten bei den Meereselfenpiraten gehört? Sie lehrten mich etwas Wettermagie. Könntet ihr beschaffen, was ich für das Ritual brauche? Die Kralle einer vulkanischen Bestie, eine Feder und die Knochen eines ertrunkenen Seemanns. Leider sind diese Strände voll von ihnen. Ich werde alles finden, was ihr für eure Wettermagie braucht. Sammelt die Kralle, eine Feder und Knochen und ich sorge dafür, dass das Rettungsschiff sicher ans Ufer gelangen kann. Während ihr weg seid, versorge ich auch Kaskas Wunden. Sie würde es nie zugeben, doch ich kann sehen, dass sie recht schwer verletzt ist. Könnt ihr mir erzählen, was gerade geschehen ist, bevor euer Schiff verunglückte? Es war ein gut geplanter und hinterhältiger Angriff. Ich spürte das magische Wesen des beschworenen Sturms und keiner meiner magischen Schutzvorkehrungen wirkte. Sie wurden irgendwie blockiert. Hätte der Sturm nicht so sehr gewütet, dass er außer Kontrolle geriet, wäre ich jetzt tot. Ihr wisst, dass sie die Kontrolle über ihr Sturmritual verloren haben? Natürlich. Ich bin keine Erzmagierin, doch ich kenne mich mit dem einen oder anderen Zauber aus. Sie müssen auch Spione an Bord gehabt haben, denn ich spürte einen Magikerimpuls, bevor der Sturm auf uns traf. Was es auch war, die Bastarde haben alle verzauberten Gegenstände, die wir hatten, unbrauchbar gemacht. Wollt ihr die Friedensverhandlungen fortsetzen? Auf jeden Fall. Tamriel verändert sich und seine Anführer müssen sich dem anpassen. Bei der Lage in Cyrodiil derzeit weiß ich nicht, wie es dort vorangehen kann. Vielleicht zeigen diese Gespräche eine Lösung auf. Ich bin immer dafür, sich hinzusetzen und sich ernsthaft miteinander zu unterhalten. Ihr hattet einen Magiker-Impuls erwähnt. Konnten wir deshalb eure Einladungsmedaillons nicht aufspüren? Vielleicht. Ich wurde auch unterrichtet, dass es auf Armenos Schutz vor Hellsicht und Portalzaubern geben soll. Unter uns gesagt ist es verwunderlich, dass die Magiergilde unsere Medaillons nicht aufspüren konnte. Ja, das mit den Friedensverhandlungen haben wir ja schon mal gefragt. Auf jeden Fall. Tamriel verändert. Kaskar, ihr wurdet verletzt. Lasst mich eure Wunden versorgen. Oh, Kaskar legt sich einfach hin und ist nicht am Meckern oder so. Das finde ich gut. Aber jetzt mal eine Frage. Das ist mir vorher noch nicht aufgefallen, glaube ich. Hat sich die Stimme von Königin Iron verändert? Also entweder ist die Synchronsprecherin vielleicht ein bisschen heiser gewesen an dem Tag. Oder es ist eine andere Synchronsprecherin. Ich meine aber, dass es die gleiche ist. Nur es hört sich irgendwie ein bisschen anders an, finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr das Ganze seht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare.
Ich müsste mir mal tatsächlich ein Video irgendwie angucken von den Anfängen. Ich meine, da spricht sie anders, so von der Tonlage her. Wenn ich da jetzt hochreite, sollte ich da auskommen, ne? Moment, irgendwo hier. Ah, hier. So, die Kralle haben wir schon mal. Wir brauchen aber drei Sachen. Ich sehe jetzt gerade nur zwei bei mir auf der... Achso, links ist noch eins. Ah, doch. Ah, doch, ah, doch, ah, doch. Hier ist ein Weg. Und irgendwo genau auf diesem Weg, glaube ich, sollte das sein. Schon. Hier. Harpienfeder. Okay. Und irgendwo geradeaus links in der Nähe vom Wegschrein, da ist auch noch was. So, schauen wir mal eben. Das ist der Wegschrein, den machen wir mal eben frei. Und irgendwo hier sollte da Matrosenknochen. Sprecht mit der Königin. Es sieht so aus, als ob sie direkt vor mir... Ah. Casca kommt wieder in Ordnung. Und ihr habt die Gegenstände? Gut gemacht. Ich glaube, das ist die Synchronstimme von dieser Grünen aus Guardians of the Galaxy, oder? Auch wenn Portale nach und von Amenos untersagt sind, kann ich innerhalb der Insel teleportieren. Es braucht nur etwas mehr Mühe. Interessant. Vielen Dank für die Beschaffung dieser Dinge. Mit ihnen kann ich den Sturm abflauen lassen, sobald wir bereit sind, aufzubrechen. Wir müssen immer noch König Emmerich und Prinz Irnska finden. Oh, sehr gut, wenn ihr darauf besteht. Ihr mögt es kaum glauben, doch Emmerich und ich sind nicht immer einer Meinung. Er ist so stur, wie sein Thron unbequem ist. Ich werde nie verstehen, warum die Bretonen darauf bestehen, dass ihr König jedes Mal leiden muss, wenn er darauf Platz nimmt. Von wo aus ist Großkönig Emmerich alleine weitergezogen? Hier, ich markiere es auf eurer Karte. Es war etwas nördlich von hier. Ich frage mich, wie lange eure Freude anhält, wenn Adler und Löwe wieder zusammen sind. Wir neigen zu Streitigkeiten. Sehr vielen sogar. Ich werde nachkommen, sobald ich die Gegenstände vorbereitet habe, die ihr mir für das Ritual gebracht habt. Seid vorsichtig, Königin Irin. Die Grünschlangen machen immer noch Jagd auf euch. Habt keine Angst, ich komme gleich nach. Ich muss nur... vergesst es. Es ist kompliziert. Magika. Keine Sorge, ich schaffe das. Geht und findet Emmerich. Könnt ihr mir erzählen, was geschehen ist, bevor euer Schiff verunglückte? Es war ein gut geplanter und hinterhältiger Angriff. Ich spürte das magische Wesen des beschworenen Sturms und keiner meiner magischen Schutzvorkehrungen wirkte. Sie wurden irgendwie blockiert. Hätte der Sturm nicht so sehr gewütet, dass er außer Kontrolle geriet, wäre ich jetzt tot. Ihr wisst, dass sie die Kontrolle über ihr Sturmritual verloren haben? Das hatten wir doch schon mal. Natürlich. Ich bin keine Erzmagierin, doch ich kenne mich mit dem einen oder anderen Zauber aus. Sie müssen auch Spione an Bord gehabt haben. Denn ich spürte einen Magikerimpuls, bevor der Sturm auf uns traf. Was es auch war, die Bastarde haben alle verzauberten Gegenstände, die wir hatten, unbrauchbar gemacht. Das haben wir schon gehört. Gib mir nur einen Augenblick. Meereselfenmagie ist etwas eigentümlich. Diese kleine Schönheit wird uns ungeheuer helfen. Ihr werdet sehen. Ich würde gerne wissen, was sie da macht. Ich will hier bleiben und nicht losreiten. Aber gut, dann gucken wir erstmal nach den anderen. Die Jagd soll irgendwo hier vorne beginnen. Nehmen wir doch direkt mit. So, jetzt ist nur die Frage... Komplizierter.
sprechen wir. Hallo? Königin Irin? Ich hab dich gerade gehört. Wo bist du? Ach, da. Steht hier hinten. Emmerich ist nicht hier, doch er hat eine Menge Grünschlangen hinterlassen. Für jemand seines fortgeschrittenen Alters hat sein Schwertarm noch einen kräftigen Schwung. Könnt ihr... Ach, nicht schon wieder. Irgendeine Idee, wie wir Großkönig Emmerich jetzt finden sollen? Emmerich ist auf jeden Fall verlässlich. Seht doch nur, wie diese toten Schlangen positioniert sind. Ist das nicht offensichtlich? Er hinterließ eine Spur, die es zu verfolgen gilt. Sie führt geradewegs in die Höhle ein kleines Stück den Weg hoch. Geht vor und sucht nach ihm. Kommt ihr denn nicht mit? Ich komme gleich nach. Die Umschläge sollten inzwischen Wirkung gezeigt haben, daher will ich zurückgehen und Casca holen. Wir werden ihre Stärke an unserer Seite wissen wollen, bevor das hier vorüber ist. Und sie muss in der Nähe sein, wenn ihr dem Rettungsschiff das Signal gebt. Das stimmt. In Ordnung, ich suche Großkönig Emmerich in der Höhle dort. Keine Sorge meinetwegen. Wenn ich die Politik von Sommersend überleben kann, werde ich auch mit einer ungastlichen Insel fertig. Ich werde Casca holen und wir treffen uns demnächst mit euch. Muss ich das jetzt eigentlich nochmal anklicken? Das war gut geplant. Natürlich, auf jeden Fall. Damit das endlich mal weg ist, weil eben haben wir es ja auch schon zweimal gelesen. Beziehungsweise sie hat es gelesen. Und es ging trotzdem nicht weg. Wie es allerdings mit dieser Sache weitergeht, das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.